She always was. Meine Großmutter begann sich Sorgen zu machen, als meine Mutter nicht kam, um mich abzuholen. Sie hatte auch einen Freund im Gefängnis, den sie über Weihnachten nicht besucht hatte. Also rief meine Großmutter 4 Tage nach Weihnachten die Polizei an und die stellte fest, sie hatte sich Heiligabend umgebracht. Sie hatte nicht geschlafen, sie war bereits tot. Und das war keine Weihnachtskarte, sondern ihr Abschiedsbrief an mich. Ich bekam den Brief, als ich 18 wurde. Die Polizei hatte ihn meiner Großmutter gegeben, die ihn aufbewahrt hatte. Ich glaube, ein paar Tage nach meinem 18. Geburtstag kam er an. Es war kein toller Brief. Im Grunde schrieb sie: Schaff dir keine Kinder an. Du bist das Schlimmste, was ich getan habe. Sowas. Ehrlich. Und sieh, was du mir jetzt angetan hast. Als sie tot war, da... Ich war nie gut mit ihr klargekommen. Mit meinem Vater verstand ich mich viel besser. Als Kind verarbeitet man das. Ich habe nie daran gedacht, ich habe es verdrängt und mein Leben gelebt. Aber als dieser Brief kam, da begann ich sie wirklich, wirklich zu hassen. Als wir am ersten Abend zurückkamen, stank das ganze Haus nach abgestandenem Alkohol. Besonders im Wohnzimmer unten. Jen roch es, Eddie roch es, und da wusste ich, das musste Mom sein. Ich wäre nie auf meine Mom gekommen, denn wir hatten keine gute Beziehung zueinander. Warum sollte sie den Kontakt zu mir suchen? Doch dann passte alles zusammen. Die Hellseherin sagte, Mom suche nach Vergebung und wenn ich ihr nicht vergeben könnte, sollte ich versuchen, es zu verstehen, dass sie nicht sie selbst war. Meine Mutter war Steilwandfahrerin. Das war ihr Leben. Es war wie ein wahr gewordener Traum. Und dann wurde sie mit mir schwanger. Kein guter Zeitpunkt, verstehen Sie? Sie war hin und her gerissen zwischen mir und der Steilwand und wusste nicht, was sie tun sollte. Sie wollte weiterleben wie zuvor, herumreisen, nach Lust und Laune leben und plötzlich war ich da. Sie hatte einen schrecklichen Unfall. Ihre Beine wurden von Platten und Nägeln zusammengehalten. Sie musste die Wand aufgeben, konnte nicht mehr Motorrad fahren. Ich glaube, von da an ging es mit ihr bergab. Sie traf sich mit einem anderen Mann. Dann starb mein Vater. Da hat sie den letzten Halt verloren. Ich weiß jetzt, dass sie nicht hier war, um mir zu schaden. Sie hat versucht, sich zu entschuldigen. Sie wollte mir sagen, dass sie nicht sie selbst war und fragen, ob ich ihr verzeihen kann. Ich habe sie so viele Jahre gehasst und dann bittet sie mich um Verzeihung. Ich glaube, ich habe das zu sehr aus meiner Sicht gesehen. Ich habe mich gar nicht darum gekümmert, wie sie sich vielleicht fühlte und wie schlecht es ihr ging. Wenn man so etwas tut, dann fühlt man sich... Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Sie hat die Steilwand verloren, ihren Mann und ihr kleines Mädchen konnte sie nicht leiden. Kein Wunder, dass sie nicht hier sein wollte.
Ich verstehe es so. Sie ist bei mir und hilft mir. Was geschehen ist, ist geschehen und für mich vorbei. 20 Jahre Hass und Schmerz kamen bei mir hoch und sind verflogen. Ich habe meinen Frieden gemacht. Ich bin jetzt froh, dass sie mich heimsucht. Ich wünsche es mir. Es ist nur eine normale Kleinstadt in den Bergen. In den ländlichen Gebieten Colorados gibt es nicht viel Kriminalität. Das meiste, mit dem wir es zu tun haben, sind kleine Verkehrsdelikte und Kneipenschlägereien. Zunächst mal, man ist sehr verbunden. Die meisten Leute hier sind miteinander verwandt. Ich kenne 80% der Leute hier. Es ist ein hartes Leben. Ohne allzu viel Unterhaltung, vor allem wenn es lange schneit. Man lebt sehr zurückgezogen. Also man muss schon hier sein wollen. Der Winter dauert 9 Monate. Winter, 9 Monate, davon 3 Monate richtig schlechtes Wetter. Der Frühling und der Sommer dauern nicht lange. Also nutzen wir die schönen Tage und gehen angeln oder sowas. Hier kommen viele Gelegenheitsarbeiter durch. Sie kommen für ein paar Monate, dann ziehen sie weiter. Es sind Leute, die einen nicht gerade dazu einladen, Fragen zu stellen. Sie bleiben lieber unter sich. Ich würde nicht sagen, dass sie exzentrisch sind, aber ein paar von ihnen sind schon sonderlich. Sie können in jede beliebige Kleinstadt der Erde fahren und werden genau denselben Typ Mensch vorfinden wie hier. Man hat einen Grund, hierher zu kommen. Man will aus der Großstadt raus. Man will sich verstecken. Hide. Die Polizei von Park County untersucht den Mord an einer Einwohnerin, deren Leichnam heute Morgen oben auf dem Hoosier Pass gefunden wurde. Das Opfer wurde durch einen Schuss getötet und im Schnee zurückgelassen. Es war fernab der Straße im tiefen Schnee. Der Schnee war tief, so tief, dass man bis zu den Knien einsank. Das Interessante war, die Leiche lag auf dem Schnee. Es sah aus, als sei sie vom Himmel gefallen. Zuerst dachten wir, es wäre ihr Ehemann gewesen. Er hatte eine Affäre und jeder in der Stadt wusste es. Die Polizei befragte dann ein paar Leute, aber sie fand nichts heraus. Es gab keine Fußabdrücke, die zur Leiche oder von ihr wegführten. Und am Körper fand man nur die Eintrittswunde des Schusses.